Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV aus dem Berliner Studio. Bei mir ist Tobias Jäger. Er ist Investmentbanker in der Medienbranche. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute schauen auf die Filmbranche. Zurzeit sieht man ja, dass viele Filme gar nicht so neu sind, sondern sie sind eigentlich eine Neufassung schon von alten Filmen, wie zum Beispiel Independence Day, kommt 2016, dann der zweite Teil. Warum sehen wir momentan so viele Teile 2 und 3? Ja, das ist natürlich eine Strategie, die Studios sich schon länger ausgedacht haben und auch die funktioniert. Die Studios an sich, es gibt sechs große Studios in den USA, stehen natürlich auch unter finanziellem Druck. Müssen liefern, sind teilweise Tochtergesellschaften von größeren Konzernen wie zum Beispiel Sony. Und da darf das Filmgeschäft natürlich nicht nur lustig sein und unterhaltsam sein, sondern muss auch finanziell liefern. Und da ist es natürlich wichtig, planbaren Erfolg zu haben. Und das versuchen die Studios, indem sie dann einfach auf die Filme setzen, wo sie wissen, da gibt es schon ein Publikum. Die schauen sich auch den zweiten, den dritten, den vierten und so weiter Teil wieder an. Da kommt auch in 2016 wieder eine große Bandbreite an Filmen raus, die eben schon auf dieses Publikum abzielen. Und dadurch ist das natürlich ungefähr planbar, was kommt. Wie wichtig ist dann das richtige Timing, den Film zur richtigen Zeit herauszubringen? Ja, Timing ist da alles. Da werden auch häufig Absprachen getroffen und man schaut ganz genau, wo passt das in den Kalender rein. Also Winter, Sommer, Sommerferien zum Beispiel, ganz wichtig. Man schaut natürlich auch, was sind die Filme der Konkurrenz. Also wenn jetzt ein großer Science-Fiction-Film rauskommt, dann wird keiner versuchen, in der gleichen Zeit was Ähnliches an den Markt zu bringen, sondern wird Filme positionieren, die ein anderes Publikum ansprechen. Wichtiger Markt sind die USA, aber auch China. Wie wichtig ist der chinesische Markt? Ja, also USA ist immer noch mit großem Abstand der wichtigste Markt auf der ganzen Welt. Mittlerweile ist es so, dass es ungefähr ein Drittel USA ist, ein Drittel China und ein Drittel Rest der Welt. Wobei man dazu sagen muss, China ist ein Markt, der ist nicht für jeden Player zugänglich. Das kommt daher, dass in China natürlich also zum einen kulturelle Differenzen bestehen, aber auch politisch noch, das nicht ganz so offen ist wie andere Länder. Und da ist das im Moment ein Privileg der Größeren, dort auch die richtigen Projekte zu platzieren und schon frühzeitig die Unterstützung der Führung dort zu bekommen. Und wenn China so wichtig ist, schauen wir dann bald auch chinesische Filme? Ja, ich glaube, das wird vorerst nicht passieren. Wie gesagt, die kulturellen Unterschiede sind noch sehr groß. Das, was wir immer mehr sehen, ist, dass auch teilweise chinesische Künstler, aber auch Schauspieler in Filmen, in amerikanischen Filmen auftauchen. Da versucht man eben, das chinesische Publikum so ein bisschen zu bespielen. Und es gibt ein interessantes Modell, was ein amerikanisches Studio mit einem indischen Studio versucht, dass sie eben sagen, okay, wir haben ein Drehbuch und wir machen jetzt eine amerikanische und eine indische Version und dann über die Zeit lang versucht man die Projekte so ein bisschen zusammenzuführen, dass man eben auch Schauspieler austauschen kann und mit anderthalbfachem Aufwand zwei Filme bekommt. Ja. Sehr praktisch, machen ja auch Fernsehshows zum Beispiel in Europa, dass man das Studioset zum Beispiel teilt. Können Anleger irgendwie von diesem Kinoerfolg von Blockbustern profitieren? Ja, also in Filme vernünftig, richtig zu investieren ist sehr schwierig. Da gibt es natürlich ganz einfache Wege, die Aktien von Disney und auch anderen Studios, die sind frei käuflich. Allerdings ist es da natürlich, dass man dann in Disney investiert und nicht in einzelne Filmprojekte. Das heißt, ein Riesenerfolg auf der Kinoseite kann mit einem Misserfolg auf der Kinoseite natürlich auch wieder dann ausgeglichen werden. Und gut, da ist es natürlich dann wichtig, dass man sich den Konzern genau anschaut, was wird da alles gemacht, weil Disney ist ja auch Fernsehen, die Theme Parks etc., und nicht nur Film. Aber wenn ich so 50.000 Euro auf der Kante habe, kann ich nicht sagen, George Lucas, nimm meine 50.000. Ja, ich hätte gern 200.000. Ich glaube, George Lucas, den könnte man sehr schwer mit 50.000 ködern.
Allerdings hat er das Original Star Wars Drehbuch. Dafür wurden eben $500.000 angeboten. Als Regisseur, das hat er damals abgelehnt, gesagt, ich nehme 50.000, aber die Rechte für alle weiteren Filme, die aus dem Star Wars Franchise dann kommen können, das war in den 70ern sicherlich eine gute Entscheidung und hat mir dann jetzt auch geholfen. Hat für die Rente ausgesorgt. Richtig, genau. Tobias Jäger, Investmentbanker in der Medienbranche. Vielen Dank für den interessanten Einblick und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.